Es sind schreckliche Szenen bei einem Radrennen in Australien. Bei den University Road National Championships erfasst der Fahrer Graeme Frizzly eine Zuschauerin am Straßenrand. Es kommt zum Horrorcrash. Schaut man sich die Aufnahmen genauer an, stellt man fest, dass Frizzly von seinem Gegner mutwillig in die Zuschauer geschubst wird. Zwar verlor der Gegner kurz zuvor das Gleichgewicht, trotzdem gibt es keine Rechtfertigung, Frizzly beim Ausbalancieren zu schubsen. Der Australier konnte das Rennen anschließend nicht beenden. Über den Gesundheitszustand der Frau, mit der Frizzly kollidierte, gibt es ebenfalls keine Infos. Gegen den Crash-Verursacher laufen nun Ermittlungen.